Ja, Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir stehen vor dem dritten und letzten Sion. Oh mein Gott, Spoiler! Und ja, das sollte ich eigentlich vorher ankündigen, aber egal. Ja, wir stehen vor dem letzten Sion in Ägypten. Werden dieses Level wahrscheinlich heute auch hinter uns lassen. Und dann sind wir endlich raus aus Ägypten. Yay! Jetzt müssen wir uns hier aber erstmal durch den ganzen Raum klettern und schwingen. Komm. Ja, nee, das war falsch. Okay. Ja, ich muss erstmal den Weg hier rausfinden. Wenn ich hier wieder fallen lassen, gell? Ja, aha. Okay, so. Ja, ihr seht schon, wo das hinführt, ne? Wie gesagt, durch den ganzen Raum schwingen. Sollen wir da hin dann mit dem Magnethaken ran? Oder ja, anscheinend. Oh nein, oh nein, Rückwärtssprung. Rückwärtssprung, Leute, Rückwärtssprung. Oh. Scheiße, ja. Ja, das kann ja wieder was werden. Naja, aber ich werde es wahrscheinlich dreimal versuchen oder so. Und ja, dann mache ich einen Schnitt. Weil ihr wisst ja, wie gut hier irgendwie die Steuerung ist. Oder ich komme irgendwie einfach nicht damit klar mit der Steuerung. Naja. Vielleicht ist es auch ein bisschen... Ich guck mal, ob das überhaupt reicht, wenn wir zurückspringen würden. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter nach unten. So. Ja, okay, das reicht auf jeden Fall. Und... Ja, Mann! Zweiter Versuch und geschafft. Sollen wir uns fallen lassen, oder... Sieht so aus. Und dann nochmal fallen lassen? Das kann doch nicht sein, wir müssen uns doch irgendwie dann da reinspringen oder so. Ach, ich guck mal, ob es hier weitergeht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als weitergehen titulieren kann. Ich glaube, Lara wollte nicht da lang. Oh mein Gott. Halt dich fest, Lara, halt dich fest, halt dich fest, halt. Ah! Okay. Sie hat sich noch festgehalten mit Hilfe von meiner Aktionstasse und yay, wir sind bei dem ersten Schalter, der die Tür öffnet. Dafür müssen wir die beiden Sions erstmal vorher einsetzen. Ja, okay, Qualopex ist es nicht, nämlich Teocount ist es. Yay, die eine Seite der Gitter geht auf und da hinten ist ein Artefakt. Jo. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir da hin und warum ist hier oben ein Magnethaken? Suchen wir erstmal eine Stelle, wo wir rauf könnten. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie hier so hoch machen und dann irgendwie damit so darüber schwingen. Aber wo sollen wir denn dann abspringen, nach der Meinung des Spiels? Oh, jetzt habe ich ausgesehen. Geschossen? Moment. Sollen wir da schon abspringen und dann hier irgendwie und dann kommt Daras Enterhaken so weit, dass wir dann nach hier können? Naja. Wer wagt, der nichts gewinnt, ne? Also auf geht's. Ich zweifle im Moment wirklich dran. Ich meine, es sieht ja auch nicht so aus, als ob das funktionieren könnte. Oder vielleicht gleich von hier. Ja doch, das könnte natürlich sein. Das ist es auch. Jo, also wie gesagt, wenn wir Ägypten heute... Ah, meine Fresse, dann verkacke ich es natürlich. Ägypten heute abschließen. Und das ist eben gerade alles nicht passiert. Guten Tag.
Nein, Chess. Da versuchen wir es halt nochmal. Ich bin einfach zu ungeduldig. Ich hätte nur ein bisschen warten müssen, bis Lara mehr Schwung geholt hat, aber nein. So lange wartet der Stargamer natürlich nicht. Ja, dankeschön, dankeschön. So. Ja, das habe ich gesagt, weil der bestimmt gerade alle applaudiert. Nein. So, wir kommen so daran. Also spring zurück, Lara, halt dich fest und wir haben das Artefakt. Wenn wir jetzt nicht mehr zurückkommen und das alles nochmal machen müssen, dann ist das natürlich sehr schön, oder? Wir können auch hier ran. Jetzt ein wenig zurückspringen. Dann hält sich Lara fest, wenn ich den richtigen Winkel erwischt hätte. Oh geil, ich hänge jetzt schon 6 Minuten hier. Ah, ist das herrlich. So, jetzt aber hoffentlich der endgültige Versuch in Perfektion. Hoffentlich. Also auf geht's. Ein bisschen weiter nach da. Das war ein bisschen zu weit nach da. Wieder ein bisschen zu weit, so ist genau richtig. Warten. Warten, einfach warten. So, maximaler Schwung. Bam! Meinst du dich festgehalten, aber ist er so mit dem Kopf gegen die Säule und hat sich dann nicht festgehalten und ich wäre dann tot. Das wäre es gewesen. Naja, wir gehen jetzt hier außen rum. Gehen hier hoch. Lara hält sich fest oder geht gleich darauf und hier setzen wir dann Qualopexion ein, obwohl, hey, wir haben Tiokanzion wieder, aber egal. Wir setzen uns ein und nehmen es wieder raus, habt ihr gesehen? Geil. So, Kontrollpunkt und auf zum letzten Zion, meine Damen und Herren. Und das ist, wissen wir zwar nicht, aber egal. Aber ich bin es, der dich in deinen Träumen verfolgt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Die Götter wollen Taten sehen, keine Konzilien. Aber es ist ein Konzil, das heute über dich richtet. Ihr richtet über gar nichts. Atlantis ist zerstört. Daran ist nichts mehr zu ändern. Alles muss brennen. Erst dann kann das siebte Zeitalter beginnen. Du bist im Wahnsinn verfallen. Ich wende mich ab von dir. Für deinen Verrat. Dafür, dass du das Wissen des Sion missbraucht hast, um unsere Armeen gegen uns zu führen, verstoße ich dich für alle Zeit aus dem heiligen Orden der Drei und verbanne dich in den immer kalten Limbus der Ewigkeit. Es ist zu spät. Das Räderwerk von Katar ist schon in Bewegung. Ihr untergeht, werde ich mich aus dem Staub verwandeln. Alles klar, das war Nattla. Oh. Wer ist das denn? Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Und der Sion birgt seine Geschichte. Er birgt weit mehr als das. Das gesammelte Wissen der Ahnen. Dinge, die euch allen unbegreiflich wären. Was ist das siebte Zeitalter? Wie weit würden Sie gehen, um das herauszufinden, Lara? Nicht weit genug, fürchte ich. Voll die krasse Nase. Schnell, töte sie. Wir haben viel zu tun. Mit dem größten Vergnügen. Du kannst so sehen, wie ich sie absteche. Scheiße, wer ist das alles? Oh, Quicktime. Keine Ahnung, wer das alles ist. Wir können nur lassen. Und der hat mal unsere Mini-MPs. Bam.
Bam! Eine rein. Wow. Larsen mit unserer Schrotflinte. Der eine hat ein Messer. Alles klar. Okay, sehr viel passiert. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Also mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten dann wieder, wenn ich das Resümee ziehe. Also bis gleich. Ja, bis dann. Bam.